scheiß drauf. Ja, ich jetzt pennen, ne? Ich wünsche euch noch gute Nacht und ich sage nur noch Tschüss, auf Wiedersehen. Pass doch auf, wo du hinläufst. Bye, bye. Ne? Wie geht's? Ich gehe jetzt schlafen. Hallo, wie geht's? Bei Klappe. Natürlich endet jetzt die Folge nicht. Ich weiß nicht, wann die überhaupt endet jetzt hier. Hier ist jemand in mein Zimmer. Es spukt. Perfekter Moment, was wir so trinken. Nee, nicht alles senkrecht. Die geht mir auf den Sack mit der senkrecht. Wie geht's? Jetzt brauche ich einen Kaffee. Ein Kaffee. Einsatzbefehl für Florian 5. Aus Lissabon kam eine Alarmierung rein. Hier liegt eine Person, die wahrscheinlich stark alkoholisiert ist. Kommt heil zurück. Oder bringt wenigstens alles die Fahrzeuge halt zurück. Florian 5 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Die überlebt das. Das sieht nicht gut an. Mann, die Klappe, ich trinke einen Kaffee. Und ich hab Hunger. Lecker. Hände noch waschen, ne? Pass doch auf, wo du hinläufst. Halt die Fresse. Ja. Missverstehe, ich bin gerade aufgestanden. Mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg, ne? Sie ist doch selber schuld, sie hätte einfach nicht saufen sollen, ja? Man muss schon eine gewisse Kontrolle über sich haben und ja. Ja, also es ist bei mir immer so, wenn ich saufen tue, dann übertreibe ich es nicht, dass ich in ein Koma falle oder umklappe. Nee, ich besaufe so lange, bis es anfängt zu drehen und dann weiß ich, aha, hier ist die Grenze, dann höre ich auf. Das Witzige ist, ich musste noch nie kotzen und hatte noch nie einen Kater. Wurde ich schon öfters mal so richtig besoffen war und ich habe gemerkt, okay, da ist die Grenze, nun hörst du auf, weil ich will nicht werden wie mein alter Vater. Darüber will ich auch nicht sprechen. Gut, weiter geht's. Wäre ich froh, wenn die Schicht vorbei ist. Ich bin durchgedreht. Gestunkt, aber geil, ne? Ja. Ich besteuere manchmal. Das ist doch voll Spaß. Wo ist das alte Saubsack? Alter, nicht euer Ernst. Ich muss springen kommen hier. Das ist grässlich, ne? Also, ich stehe hier über der Bank, ne, und ich könnte eigentlich herunterspringen, aber das Spiel verweigert. Oh, okay.
Es ist grässlich. Ah, außenrum. Ah, gut. Bin ich ein bisschen sportlich am Morgen, ne? Sag mal, du hast auch schon mal jetzt auf dem Wach? Hast du es nicht gelernt? Nehmen wir ein Beispiel an der, die sieht wenigstens hübscher aus. Ja. Ab zum Krankenwagen. Ja, ich drehe am Rad, ne? Ist wenigstens die letzte, die ich jetzt transportieren muss. Gott sei Dank. Wo jetzt überhaupt hin? Ach da unten. Ach da brauchen wir gehen. Das ist ein harmloser Patient. Ich werde ehrlich gesagt ein bisschen Zeit vertreiben. Ich habe das Gefühl, dass ich schon eine betrunkene Dame abschleppen kann. Wobei, naja, abschleppen kann man sie so sagen, abtransportieren höchstens. Bei abschleppen, ist leider hier nicht möglich, ne? Ich hab die Idee. Dames Säuferin, sich die zulaufen hat, fahren wir erstmal am besten tanken. Ja, das könnte man sehen, wie viel es einige mit Dislikes hier an. Könnt ihr ruhig machen. Stoppt mich nicht. So, WLAN-Schlauch. Und man könnte ja auch da rein. Aber nein, nein, nein. Blöde Gedanken. Wir konzentrieren uns ans Loch. Was geht jetzt da rein? Ja, wir haben ja noch Zeit. Ne? Sehr viel Zeit. Ja, pass auf, Dude. Ja. Tut mir leid, lieber, ich muss öfters trinken. Erstens wird man im Pappmaul, ne, zum Sprechen. Und zweitens ist es warm. Es geht gar nicht. Scheiße, ich in der Waschanlage ist, dann hätte man durch das Auto waschen können. Das ist aber auch mal gut. Bringen wir so ins Krankenhaus. Meine, bevor sie uns noch den ganzen Krankenwagen vollputzen tut. Macht aber meine Kollegin sauber, ja. Ja, immerhin ist sie die faulste. Sankt was? Sankt Nimmerleins Krankenhaus. Ah ja. Florian 5 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Und wir haben Feierabend. Und nach langer Zeit Stechuhr. Stechuhr. Ja, beim letzten Mal durften wir uns ja abholen lassen vom Chef. Was leider ein bisschen lange gedauert hat. Aber er hat uns trotzdem abgeholt mit einer freundlichen Art. Ja. Sowas kann man nicht vergessen. Ja. Nun haben wir es geschafft. Ein paar Meter drin und so noch bis zum Schichtende.
La 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 la. So, wir fahren zum Schluss nochmal hier drin. So, meine liebe Mitarbeiterin, ich bin stolz auf dich, dass du bekommst jetzt. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug 3 auf Wache. Du bekommst jetzt die beste Aufgabe, die es in der Feuerwache gibt. Und zwar gehe ich mich abmelden und du machst das Auto sauber, ja? Also bye bye. Nee, nicht alles senkrecht, ich habe Feierabend. Steht auch mein Fahrrad. Ich habe ja keinen Führerschein, ne? Du kannst deine Schicht erst zu. Wie geht's? Wie 8 Uhr morgens? Hi. Hallo? Du kannst deine Schicht erst zu Schichtende um 8 Uhr morgens? Hab ich was verpasst? Ich hab doch jetzt Feierabend. Aus dem Gewerbegebiet kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Fahrradunfall. Eine Person ist verletzt. Florian 5 an Leitstand. Ich hab doch Ärger. Verdammt. Wieso habe ich nochmal Schicht? Ich hab doch nur einmal 24 Stunden. Weißt du, hast du gehört? So, du blöde Trolle, hast das Auto nicht sauber gemacht und wegen dir? Vielleicht mal das Blaulicht einschalten. Na halt die Klappe, ich muss wieder arbeiten. Meine Fresse. Jetzt will ich aber Gehaltserhöhung haben hier. 42 Stunden Schicht. Leck mir, Arsch hier. Dann denkst du, ach, jetzt hast du Feierabend. Gehst mal ein Schiffen, ne? Was ist nicht? Tja. Ey, wenn ich jetzt echt nicht schlafen kann, dann ist es ein beschissener Fehler. Das ist Verarschung. Das ist Mobbing, ne? 42 Stunden Schicht, noch einmal pennen. Nee. Das ist uncool. Ich glaube, der Chef hat ein bisschen zu viel Lack gesoffen. Wieder ein Fahrradunfall. Das war mit Kommentar. Ja. Luftlos fahre ich hier rum. Lacken sind auch schon da. Wieder dieselbe Tusnelda. Wieder die andere Tusnelda. Ihr beschissenen Bullen kommt auch wieder aus dem Wagen. Was war? Zumachen. Und los, weiterfahren. Es ist ja so spannend. Das ist wieder so eine Geschichte, die nie zu Ende stand. Ja, ich mach aber. Da denkst du, man hat jetzt Feierabend. Nichts ist. Erlogen und betrogen wurde man hier. Das sind keine gute Arbeitsbedingungen. Hier sind faule Mitarbeiter, die lassen die Drecksarbeit alleine machen. Und als Dank, weil du einen scheiß Bauernhof gelöscht hast, hast du auch eine 42-Stunden-Schicht. Ja, super! Oh, was meint ihr da draußen?